So Leute, wir haben Februar, den 4. Februar. Und deswegen habe ich mir selber ein Geschenk gemacht. Die Leute, die mich kennen, wissen warum. Ja, ich habe mir selber ein Geschenk gemacht. Ich habe mir hier das Teil vor ein paar Wochen noch geholt. Das kam ja irgendwie Anfang Dezember, kam das ja raus. Und ich habe mir das jetzt gegönnt. Und ja. Ich will das jetzt ein bisschen zelebrieren. Normalerweise mache ich ja immer nur, oh nein, das hat eine Ecke ab. Normalerweise mache ich ja immer nur so ein Opening, ein Booster pro Ding. Aber heute mache ich halt ein bisschen was Längeres. Ich weiß schon, was drin ist. Es steht auch hinten ja komplett drauf. So rum, so. Mit einem Würfel, den ich nicht so schön finde, wie den Würfel aus dem normalen Fatpack. Nee, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Wie heißt das jetzt? Das Bundle. Den Würfel, den ich nicht so schön finde, wie den aus dem normalen Bundle. Die Box finde ich cooler. 20 Premium Foil Basic Lands und 20 Regular Lands sind halt. Ja, für mich, der jemand, der nicht viel draftet, nicht so cool. Ich fände es cool, den können wir gleich sehen. Den Premium, die Premium-Karte, dass die dasselbe ist, finde ich auch dämlich. Du hast 10 Booster drin. Also heute machen wir 11 Booster auf, weil da ist noch ein Collectors Booster drin. Ja. Ja. Ich hab da schon Bock drauf. Ihr habt da richtig Bock drauf. Und dementsprechend machen wir das Ding jetzt mal auf. Wenn ich irgendwas finde. Ach hier. Vorbereitet. Einmal das ganze Plastik hier entfernen. Bitte, danke. Boah, das glitzert aber ganz schön. Dann haben wir hier die Box. Was haben wir hier? Das benutze ich tatsächlich. Ich habe. Oh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe davon schon eins. Ich benutze das als Würfelding tatsächlich. Als Würfelbox. Cool. Jetzt habe ich noch eine Würfelbox. Weg damit. So, zu dir kommen wir jetzt gleich. Ich stelle es mal so hier oben hin. So, was haben wir hier so drin? Das ist irgendeine Karte. Die erkenne ich noch. Da ist auch irgendeine Karte. Mit dem Blut dran, das kleine Mädchen. Ja, cool. Oder so. Dann, oh, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Das heißt, man kann hier die ganz vorsichtig. Oh, was haben die hier einen schönen Kleber benutzt? Easy. Oh Gott. Ah, das ist so ein Hochkantformat. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist dasselbe Artwork wie hier nochmal in groß und lang, was man sich so irgendwie an die Wand hängen kann. Was ich vielleicht sogar tue, muss ich mir mal angucken. Muss ich mir angucken, das könnte sogar sein, dass das tatsächlich bei mir an der Wand landet. So, dann kommen wir mal hierzu. Die Qualität von der Box ist nicht so überragend, aber sie ist glitzer, glitzer. Ich stelle sie mal hier oben so in die Ecke. So. Ja, hier haben wir den besagten Würfel. Der besagte Würfel ist sehr hell und sehr durchsichtig lila, was ich sehr schade finde. Und der ist, der aus der normalen, aus dem normalen Bundle hat halt so eine Holzoptik in dem Lila. Das ist schon ganz cool und schon hübsch eigentlich. Naja, dann haben wir, fliegt mir alles entgegen. Dann haben wir hier einmal How to Play und Blocking and Attacking. Quatsch, braucht kein Mensch. Dann haben wir unser Regular Landset und unser Foil Landset mit dem Piper of the Swarms. Ratten, die man kontrolliert haben, Menace. Also können nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Für 2 Mana 1/3 echt okay. Und naja, für 2 Mana tappen kriegt man einen Rattentoken und für 4 Mana tappen und man opfert 3 Ratten, kriegt man Kontrolle über eine Kreatur. Ja. Ist eigentlich ganz cool. Ist tatsächlich einfach eigentlich ganz cool. So, können wir aber hier oben wegpacken. Ist nicht ganz so relevant. So, dann gucken wir uns mal die Booster an. Ja, in der Box ist noch hier so ein Trenner mit drin. Pack ich mal auch außerhalb des Bildes. So, den machen wir natürlich ganz zum Schluss auf, wie es sich gehört. Und die tue ich auch mal noch da oben.
Dann gucken wir uns mal an, was dieses Set hier zu bieten hat. Ich habe ja ein paar Booster auch schon aufgemacht. Deshalb bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich hier auch wirklich nur noch durchskippe. Aha. Human Cleric Lifelink Haste. So, was haben wir hier? Seite. Wir haben hier einen Bladelance Paragon. 2 Mana 3-1 Flash Human Knight. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt Knight Death Touch und Lifelink. Er selber kann auch Death Touch Lifelink. Oh, der ist gar nicht mal so bad. Ja. Wie gesagt, ich habe mir das hier mal gegönnt. Das war jetzt so ein bisschen auch mein Traum, nochmal was Größeres aufzumachen. Traum in Anführungsstrichen. Geben wir hier eine Old Woman ein. Die ist ganz cool, die brauche ich noch. Oh, ich sehe was. Oh, was ist das? Hypnotic Spite. 2 Mana 2-1. Counter-Target-Spell, Commander-Cast 3 or less. Und Fliegen. Das ist cool. Oh, Bone Crusher Giant. Den wollte ich sogar noch haben. Der kommt runter. Die kommt hierher. Die kommt hierher. Der Rest kommt weg. Bonecrusher Giant, 3 Mana 4-3. Für 2 Mana kann man ihn auf einen Adventure schicken, als Instant, und kann 2 Schaden zufügen, die nicht verhindert werden können. Generell kann kein Schaden diese Runde verhindert werden. Und ansonsten ist er ein 4-3er, der immer, wenn er Ziel von Zauber oder Fähigkeiten wird, 2 Schaden schießt. Das ist cool. Das ist cool. Davon hätte ich gerne noch einen zweiten. Dann wäre ich relativ zufrieden. Ich habe das Gefühl, das Licht ist heute echt hell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Na? Willst du wohl irgendwie? Danke. Danke. Was ist das denn? Welcome a new world of magic competitive. Twitch.tv/magic. Alles klar, die Werbung wird auch immer dämlicher. Bake into cake ist auch cool. Enchanted Carriage, die ist cool. Die brauche ich noch. Wendmere, ich sehe ein Land. Castle Ventress. Tatsächlich ganz cool. Castle Ventress ist ein Land, das muss ich natürlich noch zeigen. Ist ein Land, das getappt ins Spiel kommt, es sei denn, man kontrolliert eine Insel und man kann es für 1 Mana tappen. Und für 4 Mana tappen kann man Scry 2 machen. Das wird in meinem Commander-Deck landen. Ich habe ja immer noch mein Commander-Deck rumliegen. Und hin und wieder mal kriege ich das Liebe. Ich weiß zwar nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Im letzten Jahr, glaube ich, Anfang des Jahres. Das war es dann auch. Oder nee, noch nicht mal. Ich glaube, ich habe komplett letztes Jahr nicht gespielt. Naja, Vornehmen für dieses Jahr. Spinsticks, den brauche ich noch. Spectre Streak, Veneracy, Murder's Rider, nice. I'll take this. Gute Karte, gute Karte. 3 Mana, 2-3 Lifelink. Und wenn er stirbt, wird er unter das Deck gelegt. Und man kann ihn für 3 Mana auf einen Adventure schicken, um eine Kreatur am Planeswalker zu zerstören. Man verliert allerdings 2 Leben. Aber man kann ihn dann halt wiederholen, die ganze Zeit mit ihm rumspielen. Das ist eine saugute Karte. Ach, wunderschön. Tatsächlich bin ich bisher jetzt recht zufrieden. Ich bin begeistert, tatsächlich. Das hätte alles wesentlich schlechter laufen können. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Meatleaf, Crystal, Wolf Carry, die finde ich so traurig, die Geschichte mit den Schweinchen. Die ist tatsächlich gar nicht mal so kacke. Drawn the Loch, das ist eine gute Karte. Okay, und Castle an der Ardenwale. Kommt getappt ins Spiel, es sei man kontrolliert eine Ebene. Für Tappen kriegt man ein weißes und für 4 Mana Tappen kriegt man einen weißen Kreaturen-Menschenspielstein. Ratet mal, wo die reingeht. In mein blau-weißes Commander. Ah! Wäre die jetzt voll, wäre die im Death in Texas Pool. Aber so. Mal kurz ein bisschen durchgucken. Was haben wir? Irgendwas Cooles? Irgendwas Cooles? Syr ist gar nicht mal so kacke. Wicked Wolf und ein Foil. Ravenous Soul. 2 Mana zerstörende Kreatur mit. Warte, man sieht man das? Ja, das Foil sieht man so. So sieht ein bisschen. Ah, das ist echt schlechtes Foiling. Naja, die beiden sind ganz cool. Der Wicked Wolf, weil ich die Rares hier vorlese. 4 Mana, 3-3.
Und wenn er ins Spielfeld kommt, fightet er eine andere Kreatur, die man nicht kontrolliert. Und man kann einen Food opfern, um dem plus eins zu geben. Und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges zu geben und ihn zu tappen. Man kann ihn halt, das ist das Fiese, man spielt ihn halt aus und auf den Trigger foodet man, also opfert man Food, gibt ihm noch Plus, damit er unzerstörbar ist beim Fight. Das ist schon ziemlich strong. War, bis Oko gebannt wurde im Standard, sehr beliebt. Mittlerweile geht es so. Lash of Thrones, Outmuscle. Witchcutter, die ist tatsächlich ganz cool. Der ist ganz auch nicht schlecht. Syr. Okay. Und, oh Gott. Ja, Faerber Elder, 3 Mana 0-0, Wachsamkeit und man kann ihn tappen, um eine Farbe für. Er kriegt erstmal plus 1 für jede Farbe, die man kontrolliert. Und man kann ihn tappen, um jede Farbe, die man kontrolliert, einen Mana zu bekommen. Ja, nein. Nein. Einfach nein. Nein. Ignorieren wir dieses Booster und gehen weiter. So, gucken. Einfach weiter hoffen. Es kann nur besser werden. Ich hätte jetzt noch so gern so ein Once Upon a Time wäre cool. Oh, du auch mal. Once Upon a Time wäre cool. Oko würde ich auch nehmen. Die ist tatsächlich ganz cool, die Karte. Ein Foil Forest. Oh, ein Adventure, die braucht man ja. Ein Foil Forest kann man immer mal gebrauchen. Und was bist du denn? Die Transformation ist tatsächlich auch gar nicht mal so kacke. Und auf Sworn Knight. Ich kann hier fast ein schwarzes Knight Deck bauen. 3 Mana 0-0 und kommt mit 4 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel und greift jede Runde an, wenn er kann. Und wenn er Schaden zugefügt würde, während er plus 1 plus 1 Marken hat, wird der komplette Schaden verhindert und man nimmt einfach nur eine plus 1 plus 1 Marke runter. Die ist tatsächlich echt gut. Die ist echt gut, wenn jetzt noch irgendwas mit Knights cool wäre. Ja. Da habe ich keine Ahnung von. Da bin ich aus dem Standard schon wieder raus. So, gucken wir uns weiter um. So viele Knights, so viel Stuff. Queen of Ice habe ich tatsächlich sehr. Fling. Oh, ich hasse die Karte. Aber das Artwork ist cool. Giant Scoover. Spinning Wheel. Safiana. Oh, Sö. Der wird aktuell im Four Horsemen jetzt gespielt. Das ist eine coole Karte für 5 Mana 5-4. Und so rare ist Lovo, Lord of Garnbridge. Keine Ahnung, ob der gespielt wird. Für 3 grüne Mana kommt der mit 4 plus 1 plus 1 Mark ins Spiel. Und immer wenn eine grüne Kreatur ins Spiel kommt, kann man plus 1 plus 1 Mark auf den legen. Und wenn die Kreatur stärker ist als er hier, kriegt man noch eine plus 1 plus 1 Marke. Ja. Okay. Wenn Wizard das sagt, dann wird das so sein. So, gucken wir uns jetzt mal hier an. Ach, letztes normales Booster. Irgendwas Cooles noch. Flutterfox. Komm schon. Komm schon. Turn to Nature. Übrigens sehr cool, dass sie das Artwork hier von der Carriage reingemacht haben. Frogify. Was ist das denn? Reveals Hand from the Player's Graveyard or Hand in Exile. Oh, das ist cool. Okay, Folio of Fanciness. 2 Mana, Spieler haben keine maximale Handzahl. Jeder Spieler zieht X Karten. Und dann mählt er so viele Karten, wie er Handkarten hat. Die hätte ich im Ding gespielt. In meinem ganz alten Commander-Deck tatsächlich. Und, oh mein Gott, wir haben eine voll rare und einen echt hübschen Wolf. Aber wir haben eine voll rare. Wir haben a Lovestruck Beast. Das Foiling ist auch wesentlich besser. Für 3 Mana 5-5 kann nicht angreifen, wenn man nicht eine 1-1-Kreatur kontrolliert. Und für 1 Mana kann man das Ding auf ein Adventure schicken und bekommt einen 1-1-Human. Das ist so cool von Die Schöne und das Beast. Oh mein Gott, das ist voll cool. Das freut mich, die Karte dieses, das freut mich, dass ich die Karte habe. So, und jetzt das, worauf die meisten gewartet haben werden. Auch hier, ich weiß nicht warum, aber die letzten Booster, die ich alle hatte, die haben alle hier so ein Ding. Selbst die aus dem Packen. Ah, traurig, traurig. Traurig, traurig. Gucken wir uns mal an, was wir hier in diesem Special Booster haben. So, irgendwas Cooles.
Wir haben Foil Lost Legion, Weaselback Red Cap. Oh mein Gott, ein Foil Mystic Sanctuary. Schön. Memory Theft, Spore Cap Spider. Du bist hübsch. Smitten Swordsman, 202 Lifelink Human Knight. Man kann ihn für einen Mann raushauen, mir so viel Leben verlieren lassen, wie man Knights kontrolliert. Das ist stark. Searing Barrage. Okay. Okay, das ist einfach ein Typ auf dem Fuchs. Archon of the Absolution. Protection from Bite. Der ist gar nicht mal so kacke. Silverflame Squire, 202-1. Curious Pear. Grimrock Knight. Was bist du denn? Kobold. Der ist aus dem Deck, aus den Decks. Ist der das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier steht 300. Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist anscheinend wirklich eine Karte. Kurovold Fee Cursed King. 5 Mana, 4-4 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, kann man ein anderes Permanentes opfern. Wenn man das tut, legt man +1/+1 Mark auf den und zieht eine Karte. Schade, ich dachte, wir hätten eine Commander. Oh, Piper of the Swamp. Ja. Escape to the Wilds, 5 Mana Exil, die obersten 5 Karten. Man kann die exilten Karten in die Zone spielen und man kann zusätzlich Land spielen, okay. Und ein Red Token. Mit einem Hut. Ein Red Token. Oh. Ich habe eine Menge coole Karten bekommen, ich kann mich nicht beschweren. Das sind echt viele coole Karten. Das Value dürfte ich nicht rausbekommen haben. Das ist aus der Box aber auch sehr, sehr schwer. Und darum ging es ja heute nicht. Heute ging es ja nur darum, dass ich mir was Schönes gönne. Und das habe ich gemacht. Ich habe ein paar richtig coole Sachen rausbekommen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.